Mädchen mit Ballon, das wohl bekannteste Bild des Phantoms. Der gesichtslose Künstler zeigt sich weltweit auf Mauern und Straßen. Erstmals kommen jetzt diese 120 Originale von privaten Sammlern zusammen. Was mal als Vandalismus galt, ist jetzt millionenschwere Kunst, ohne dass Banksy persönlich die Finger im Spiel hat. Es gibt keine öffentliche Sammlung von Banksys Kunst. Wir haben die Echtheit seiner Werke von seiner Firma Pest Control bestätigen lassen. Banksys subversiver Protest als etablierte Kunst und doch ganz wieder im Zeichen der Zeit gegen Krieg und Waffen, Konsumterror, Polizeigewalt. Er will spalten, will klar Stellung gegen das beziehen, was aus seiner Sicht unfair und ungerecht ist. Auch die Besucher dürfen sich wie Street-Art-Künstler fühlen und ihre Botschaft hinterlassen, doch sie nehmen auch viel mit. Es bringt uns zum Nachdenken darüber, was wir tun, den Konsum, die globalen Probleme. Er will etwas mit seiner Kunst bewegen und ich bewundere das. Und er ist einfach überall. Seit Pandemie und Krieg ist Banksy allerdings auffallend still. Seine Fans hoffen, dass der Graffiti-Guerilla bald wieder sichtbar wird. Nicht nur im Museum.